Die Rückspiele der Champions League und Europa League im Halbfinale stehen an. Am Dienstag Real Madrid gegen Bayern, dann am Mittwoch Rom gegen Liverpool und am Donnerstag in der Europa League Salzburg gegen Marseille und Atletico Madrid gegen Arsenal. Schreibt in die Kommentare, wer ihr glaubt, wer kommt weiter, wer steht am Ende im Finale. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen oder ein Abo freuen. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der ersten Partie Real Madrid gegen den FC Bayern München. In Santiago Bernabeu möchte man nicht unbedingt mit einem 1:2 aus dem Hinspiel zu Besuch sein. Und nichtsdestotrotz hat Juventus Turin, wie es sogar mit einem 0:3 aus eigener Sicht noch machbar ist. Sie erinnern sich, Cristiano Ronaldo, 97. Spielminute, rettete die Königlichen. Da fehlte aber Sergio Ramos, der ist heute dabei. Und beim FC Bayern München fehlt der Innenverteidiger, der so schmerzlich vermisst wird und hoffentlich bis zur WM noch fit wird. Niklas Süle vertrat Jerome Boateng im Startaufgebot. Aber die erste Möglichkeit konnten sich die Madrilenen rausspielen. Sven Ulreich von Cristiano Ronaldo getestet, der im Hinspiel das erste Mal in der Champions League-Saison kein Treffer erzielen konnte. Und trotzdem konnten die Spanier gewinnen. FC Bayern München kam dann auch mal nach vorne. Zwei Tore mussten sie erzielen, um Chancen aufs Finale zu haben. Robert Lewandowski nach 21 Minuten scheitert noch an Navas. Doch der FC Bayern München kam vor der Pause noch einmal gefährlich. Javi Martinez auf Robert Lewandowski, der setzt sich da gut durch, hatte Übersicht. Super auf James Rodriguez, der mitgelaufen ist. Und vor der Pause noch das 1:0 für den FC Bayern München. Perfekte Ausgangslage dann für eine zweite Halbzeit. Das war stark gespielt, über die 45 Minuten gesehen. Auch die verdiente Führung, da die Gäste mehr machten. Real Madrid nicht ganz so schwach wie im Heimspiel gegen Juventus Turin. Und dennoch lagen sie hier jetzt zurück. Und es fehlte nur noch ein Tor für den FC Bayern München, um zumindest das zweite wichtige Tor zu erzielen, um damit gute Aussichten aufs Finale zu haben. Im zweiten Durchgang wurden dann aber auch die Männer von Zinedine Zidane deutlich stärker. Karim Benzema über die linke Seite macht das gut mit der Flanke. Modric, Rafinha erst dazwischen, nochmal Modric. Und dann hält Javi Martinez den Körper rein und verhindert damit den gefährlichen Torschuss, der das 1:1 hätte bedeuten können. Doch Real Madrid wurde weiterhin stärker. Wieder Benzema über die linke Seite. Dann Bale. Geniale Annahme. Super gemacht von Gareth Bale. Und der Stimmungstöter kommt erstmal aus Wales. Das ist natürlich überragend, was Gareth Bale da macht. Lässt Rafinha, der im Hinspiel auch schon ein Tor verschuldete, und Javi Martinez ziemlich alt aussehen. Und Zinedine Zidane konnte mit dem Plan seiner Mannschaft zufrieden sein und wie sie seinen umsetzen konnten. Doch der FC Bayern München brauchte so oder so einen Treffer und sie drückten nach vorne. Sergio Ramos aber wichtig zu sehen, dass der wieder dabei war, essentiell für die Abwehrreihe der Madrilenen. Aber Bayern wurde stärker und wollte auf 2:1 drücken. Tolisso verschludert diese Chance jedoch auf zu einfache Art und Weise. Da hat er Platz, kann den Ball vielleicht sogar noch einmal annehmen. Drischt ihn dann aber in die Wolken. Bittere Aktion, das wäre das mögliche 1:2 gewesen. Und so kam dann Real Madrid kurz vor dem Ende und sie bekam einen Strafstoß. Aber einen sehr, sehr zweifelhaften. Kimmich soll Ronaldo gefoult haben. Sehr fragwürdig, da er eigentlich Kimmich in die Hacken trat und Ronaldo lässt sich aber davon nicht beirren. 16. Saisontor im laufenden Wettbewerb und damit war diese Partie entschieden. Real Madrid macht das 2:1 und setzt sich damit gegen starke Bayern im Halbfinale durch. Dieser Strafstoß unhaltbar platziert, kraftvoll geschossen. Sven Ulreich ist in der falschen Ecke und dadurch eben chancenlos. Und so setzt sich Real Madrid gegen den FC Bayern, weil sie als cleverere Mannschaft
agiert haben über die zwei Spiele hinweg, nicht unverdient ins Finale, dann gegen Liverpool oder gegen die AS Rom. Der FC Liverpool wollte das verhindern, was dem FC Barcelona hier in Rom passiert ist. Eine 3-Tore-Führung noch aus der Hand zu geben. Sie haben 5:2 im Hinspiel gewonnen. Barcelona damals mit 4:1 erfolgreich gewesen. Die AS Rom konnte es durch ein 3:0 zu Hause gegen Barcelona eben wettmachen. Das wäre auch heute möglich, doch der FC Liverpool unter Jürgen Klopp noch vielleicht geschärfter in den Sinnen durch eben dieses Ereignis, was der FC Barcelona hier ertragen musste. Doch die Roma startete trotzdem okay in die Partie. Loris Karius muss gegen Edin Dzeko das erste Mal eingreifen. Es war keine Viertelstunde gespielt. Die Gastgeber zeigten, wie es hier heute wieder laufen sollte, konnten sich ja durch die zwei späten Tore noch eine mögliche Ausgangslage für dieses Rückspiel erspielen. Doch auch Mohamed Salah, der Ex der AS Rom, hat ja im Hinspiel gezeigt, wie schmerzlich er in Italien vermisst wird, konnte zwei Treffer erzielen und auch noch den ein oder anderen Assist beisteuern. Und hier legte er den nächsten Ball auf für Jorginho Wijnaldum. 0:1, der FC Liverpool mit dem dicken Ausrufezeichen. 24 Minuten gespielt, Mohamed Salah, überragende Partie im Hinspiel. Auch hier ist er wieder stark beteiligt an der Führung. Alisson Becker lässt sich tunneln, aber dem ist dort kein Vorwurf zu machen. Und Jürgen Klopp war natürlich höchst erfreut, stand kurz vor seinem zweiten Champions League Finale, nachdem er mit Dortmund ja das schon einmal erreichen konnte. Doch es kam fast die postwendende Antwort. Cengiz Ünder testet mal wieder Loris Karius, der aber auf der Hut war, überragend in der Ecke ist und den Ball vor dem Einschlag noch von der Linie kratzen kann. Zweiter Durchgang, die AS Rom glaubte trotzdem an das Wunder. Es fehlten aber jetzt 4 Tore, die reichen würden. Virgil van Dijk hier gegen El Shaarawy ist aber an der richtigen Stelle, hält den Oberschenkel rein und verhindert den Ausgleichstreffer. Und die Zeit wurde knapper, die Chancen wurden geringer und dann konnte Liverpool auch immer wieder Nadelstiche setzen. James Milner. Aber diesmal ist Alisson Becker ohne Probleme zur Stelle. Fängt den Ball locker ab und bei der Rom 11 schlich sich dann auch der ein oder andere Fehler ein. Mohamed Salah. Es war eigentlich schon entschieden mittlerweile. Das merkte man auch. Rom kämpfte und nichtsdestotrotz war deutlich, die Hoffnung verschwand mit jeder Minute ein bisschen mehr. Aber sie gaben sich nicht auf, lieferten weiterhin eine engagierte Leistung. Florenzi nochmal mit der Flanke und Schick mit der letzten Möglichkeit. Vergibt aber das 1:1 und so zieht Liverpool hochverdient mit 2 Siegen ins Finale der Champions League ein. Trifft dann eben im Endspiel auf Real Madrid, worauf wir uns mit großer Wahrscheinlichkeit auf ein riesiges Spiel freuen können. Und Jürgen Klopp hat dann die Möglichkeit, sein Finaltrauma zu besiegen und dann den ersten Titel in der Königsklasse einzufahren. Für den FC Salzburg musste das nächste Wunder her. Nachdem sie im Viertelfinale Lazio Rom mit einem 4:1 ausschalten konnten, kam jetzt Olympique Marseille nach Österreich und die haben mit 2:0 das Hinspiel gewonnen und erspielten sich jetzt nach 9 Minuten bereits eine überragende Ausgangslage für die kommenden 90 bzw. noch 81 Minuten. Der frühe Führungstreffer, essentiell und auch kräftezehrend und selbstbewusstseinszehrend für den FC Salzburg. Es stand also früh 0:1, doch die Elf gab sich nicht auf aus Salzburg. Hannes Wolf mit dem postwendenden Ausgleich, 14. Spielminute. Und es deutete sich wieder eine torreiche Partie herauszukristallisieren. Eben nach dem 4:1 gegen Lazio Rom
waren wieder einige Tore hier zu sehen. Und es ging fröhlich weiter. Mitroglou mit der Vorlage, Luis Gustavo 1-2. Und jetzt war klar, für Salzburg dürfte es das gewesen sein. Sie bräuchten jetzt noch 4 Tore, um am Ende mit dem 5-2 erfolgreich ins Finale einziehen zu können. Doch das wurde immer unwahrscheinlicher, zumal die Gäste aus Marseille nochmal kamen vor der Pause. 3-1, André Franck, Sambo, Anguissa mit dem entscheidenden Treffer. Und wieder ein Kopfballtor, steht am zweiten Pfosten viel zu frei. Ein Wahnsinn, diese Partie, und Salzburg offenbart riesige Schwächen, aber das mussten ja die Kollegen aus Leipzig ebenfalls erfahren. Und dann sogar noch die Möglichkeit, das 2-3 zu erzielen. Wolf aber vergibt diese 1000-prozentige Chance. Wie man den noch vorbeikriegt, das sei mal dahingestellt. Und auf der Gegenseite dann im zweiten Durchgang machte Olympique Marseille gnadenlos weiter. Hinji in der 64. Spielminute das dritte Kopfballtor. Und das war schon eine richtig herbe Klatsche. 1-4, doch die Gäste aus Frankreich hatten noch nicht genug. Thauvin, das vierte Kopfballtor an diesem Abend. Es war unvorstellbar. Zweiter Pfosten, eigentlich eine Kopie des 3-1. Aber Salzburg gab sich nicht auf, wollte noch den zweiten Ehrentreffer erzielen. 90. Minute, Stefan Leiner machte das dann auch. Aber so zieht Olympique Marseille hochverdient ins Finale ein. Mit einem 5-2 schlagen sie Salzburg gesamt gesehen 7-2. Ganz klar überlegen hier den Salzburger Bullen. Bitter für den FC Arsenal, noch das 1-0 hergeschenkt zu haben. Den Chancenwucher gegen Atletico Madrid konnten sie nicht ausnutzen. Die Überzahl erst recht nicht. Antoine Griezmann kurz vor dem Schluss mit dem so essentiellen Treffer. Und auch hier war Griezmann direkt mal im Fokus zu Beginn der Partie. Beim Stand von 0-0 wäre Arsenal aus dem Wettbewerb ausgeschieden und beim 1-0 sowieso. Angel Correa, 16. Spielminute. Die Spanier früh in Führung, weil Antoine Griezmann den Ball perfekt weiterleitet und Ospina im Tor keine Chance lässt. Die Riesenmöglichkeit in Überzahl im Hinspiel war damit schon lange wieder vertan. Doch FC Arsenal, die Gunners, zogen lange mit und kam auch direkt zum Ausgleich. 38. Spielminute, noch vor der Pause das essentielle Ausgleichstor erzielt. Und somit würden wir Stand jetzt eine Verlängerung bekommen, weil Özil mit dem rechten Fuß sogar mehr machen kann, als nur drauf zu stehen. Trifft ihn nicht richtig, am zweiten Pfosten trudelt der Ball dann über die Linie. Es war eine spektakuläre, eine spannende Partie, weil beide Teams mit 11 gegen 11 volle Offensive gingen. Und Aaron Ramsey sogar noch mit dem 2-1. 45. Spielminute, die Partie war gedreht. Eine unglaubliche erste Halbzeit. Und jetzt brauchte Atletico Madrid 2 Treffer, um ins Finale einzuziehen. Ein 2-2 würde aufgrund der Auswärtstorregel natürlich klar für die Gäste aus London sprechen. In dem Sinne ging es dann auch in die zweite Halbzeit rein und Atletico Madrid hatte eben den Druck, 2 Tore zu erzielen, und sie versuchten es direkt von Beginn an. Vitolo, aber erstmal ist Koscielny dazwischen, wenn man in der Wiederholung draufschaut. Eventuell wäre da sogar ein Handelfmeter drin gewesen. Der Eckstoß allerdings brachte nichts ein. Ospina honorierte den Einsatz von Koscielny. Und dann hatte sogar Arsenal die Chance, das hier dann alles zu entscheiden. Lacazette, der das 1-0 im Hinspiel erzielt hatte, trifft nur den Pfosten. Koke dann auf Diego Costa, der war zur Halbzeit eingewechselt, eigentlich noch gar nicht richtig fit. Und dann macht er den Ausgleich. 2-2. Und jetzt fehlte Atleti nur noch ein einziger Treffer, um ins Finale einzuziehen. Das ging viel zu einfach. Koke, perfekter Pass in die Schnittstelle, und Mustafi
läuft nur hinterher. Für Ospina ist bei diesem starken Winkelschuss nicht zu halten. Die Arsenal-Spieler trotteten da nur hinterher, waren wohl nicht mehr darauf eingestellt, dass Atleti nochmal zurückkommen würde. Und Gabi kurz vor dem Ende nochmal, fast sogar mit dem 3:2. Doch die Partie war noch nicht vorbei. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Doch der anschließende Eckstoß von der linken Seite hereingebracht. Und dann ist Diego Costa da. 3:2, 84. Spielminute. Diego Costa, ausgerechnet er, möchte man sagen, dreht hier die Partie und bringt Atletico Madrid ins Finale gegen Olympique Marseille. Der FC Arsenal und Arsène Wenger verschenken auch den letzten Titel leichtsinnig davon in dieser Saison. Und Atletico Madrid, durch Kampf und Einsatz und insbesondere durch Diego Costa, spielen sie sich nicht unverdient ins Finale. Jo, das war die Prognose. In Gelb seht ihr die Ergebnisse, die hier bei FIFA erspielt wurden. In Weiß darüber seht ihr meine Tipps. Wer glaubt, ihr kommt weiter, würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen oder ein Abo freuen. Jetzt viel Spaß mit der Champions League und der Europa League. Wir sehen uns bei der nächsten Prognose. Ciao.